Willkommen zurück zu Outlast. Wir sind immer noch seit Folgen und Folgen und Folgen und Folgen auf der Suche nach dem Vater Martin. Ich bin eigentlich ganz guter Dinge, dass wir ihn heute finden werden. Heute, vor allem jetzt gleich in den nächsten paar Minuten. Checken, ob wir neue Notizen machen. Uns neue Notizen gemacht haben, eher gesagt. Nein. Okay. Diese Seite finde ich ein bisschen gruselig, weil da lief eben ein Kumpel lang und hat die Tür zugehauen. Okay. Nennen wir ihn Frederik. Frederik wollte nicht, dass wir hier reinkommen. Okay, Frederik. Akzeptiere ich. Nein, okay. Eine Küche. Jetzt gibt's was zu essen, endlich. Ich warte schon die ganze Zeit auf einen köstlichen Empfang mit einem 5-Gänge-Menü oder etwas ähnliches. Aber jetzt gab's nichts. Sieht auch heute eher mau aus. Ich glaube, dann muss ich heute selber kochen. Aber da freut sich der Grumpy ja auch. Dann hat er auch was zu essen. Ist doch alles gut. Hallo, Radio. Hier ist ja mal wirklich gar nichts. Ungewohnt. Ungewohnt. Nichts Totes, nichts Lebendiges. Gar nichts. Okay. Da steht aber jemand. Hallo, bist du Frederik? Hallo, Frederik. Oh, diese... Sorry. Frederik, willst du uns ein Interview geben? Ganz kurz erstmal nach Fluchtwegen umschauen. Ich kenne mein Glück. Ich werde gleich wieder irgendwo laufen müssen. Oh, Hände waschen. Ja, die Fleisch... fressende Bakterien, darauf kann ich auch verzichten. Das stimmt. Okay, diese Tür hier ist offen. Oh! Kurze Verwirrung. Achso, wir sind nur mal was drüber gelaufen. Okay, alles klar. Oh, da blinkt was. Eine Batterie. Danke, Arm. Ah. Okay. Flucht. Entweder über den Weg geradeaus oder über den Fluchtweg auf der linken Seite. Okay, okay. Das sieht aber eigentlich ehrlich gesagt nicht so aus, als würde uns jetzt was tun. Hallo? Oh, was hast du denn da mit deinem Bein gemacht? Hey. Das sieht aber nicht so nett aus. Fehlen dir auch ein paar Zehen? Mir fehlen ein paar Finger. Hallo? Ah. Wir sind so nah beim Ausgang. Ich wünschte, wir hätten jetzt irgendwie einfach irgendwas Schweres, das wir durchs Fenster werfen können, weil hier sind ja auch nirgendwo Gitter vor. Wir könnten so einfach fliehen. Ist das da vorne noch eine Mappe? Haben wir irgendwas übersehen? Was ist das? Was hat denn hier geleuchtet? Du? Okay. Gut. Hier komme ich ja nirgendwo durch. Bin ich. Menschenskinder. Oh gut, dann scheint es aber wahrscheinlich nicht Frederik gewesen zu sein. Frederik hatte ja eben die Tür zugedeppert. Okay, hier brauchen wir auch wieder unsere Batterien. Steht da vorne etwas? Nee. Okay.
Okay, gucken wir um die Ecke. Da ist gar nichts, okay. Ich bin ja gewillt, jetzt einfach nur gegen Licht zu ins Licht zu laufen, was auch der richtige Weg zu sein scheint. Okay. Okay, aber es sei denn, da vorne links ist noch eine Tür, aber... Sackgasse, okay. Ja, bleibt uns dieses Mal gar nicht so viel anderes übrig. Ungewohnt. Wir hatten die letzten paar Male so viele labyrinthige Dinger, Gänge, keine Ahnung was, alles mögliche. Hey, was guckst du denn, lieber Freund? Was läuft heute? Gewitter, Sturm, Schnee? Guckt wahrscheinlich seinen ganz eigenen Film. Hey! Kuppel! Siehst aber nicht mehr ganz gesund aus. Ja, mal gucken, was wir uns da notiert haben. Schon wieder diese atmosphärischen Störungen. Ein Patient kniet zum Gebet. Vielleicht glaubt er an Vater Martins Dreck. Vielleicht hört er, was ich höre, nur deutlicher. Vielleicht ist das der Weg, um von hier zu entkommen. Der Priester nannte es das Evangelium des Zorns. Zorns? 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 Ach ja. Was ich von dem Pater halten soll, weiß ich noch nicht so recht. Also, wir hätten es ja am Anfang auch nicht gehen lassen, der Vogel. Deswegen glaube ich eigentlich jetzt nicht, dass er uns allgemein was Gutes will. Sind wir jetzt hier voll in der Sackgasse? Ah, hier waren wir noch nicht, oder? Waren wir hier schon? Doch, hier waren wir doch. Da, Sackgasse. Sackgasse? Hallo, Kumpel! Ups. Okay. Ja gut, wir können jetzt hier noch nach links abbiegen. Da waren wir ja noch nicht. Ich teste es nur noch mal. Ich will nur gucken, ob der Weg jetzt mittlerweile vielleicht offen ist. Nein. Alles klar. Ah, das ist hier. Da kamen wir aber auch nicht drüber, ne? Meine ich. Okay. Ich habe irgendwie Muffensausen. Ich weiß gar nicht, warum. Das ist so typisch. Was sehe ich schon wieder? Irgendwie. Ich wünschte, dass ihr, die es wahrscheinlich gesehen habt, es mir einfach ganz schnell sagen könntet. Wenn ich nicht stundenlang hier rumlaufen muss. Aber ich gucke mir auch gerne nochmal die Räume an. Das macht doch auch Spaß. So. Lüftungsschächte. War ja klar. Ich gucke zu selten nach oben. Und immer wieder ist genau das die Lösung. Oder auch doch nicht. Okay, okay. Mal gucken, was das jetzt bringt. Ja, hier ist zu. Ich verstehe ehrlich gesagt jetzt gerade den Mehrwert nicht von dem Ding hier oben. Ach, Batterie. Okay,
Freunde. Jetzt sagt mir mal bitte hier, was ich tun soll. Das gibt's doch nicht. So strohdoof kann auch echt nicht sein. La la la, hups. Falsche Taste mal wieder. Kann ich irgendwo lang knien? Nein. Wenn man zu doof ist, wirklich. Ah. So. Hallo, bist du der Frederik? Ich habe das Gefühl, er ist kein Freund. Doch? Okay. Hey, Kumpel. Oh. Füße hat er schon auch schon lange nicht mehr gewaschen, ne? Zähneputz braucht er ja anscheinend nicht mehr. Ich erkenne es gar nicht. Ah. Hübsch. Ah, er hat uns eben hier eingeschlossen. Okay. Immer einmal alles abfilmen. Und schon wieder ist keine Toilette benutzbar. Ich frage mich, ich will die alle hinkacken. Das geht doch nicht. Schön. Irgendwo müssen die doch hier alle scheißen gehen. Oh, noch ein Gläubiger. Hallo. Hey. Na? Sind doch alle sehr unkommunikativ. Leute. Warum hat denn der hier eine Hose liegen, die astrein aussieht? Also sauber, super neu. Und du hast deinen Koffer gepackt? Wen wollt ihr denn? Okay. Okay, hier geht's so weiter. Ja, alle. Total. Da ist doch ein offenes Fenster. Ich gehe da gleich lang. Erstmal kurz abchecken. Ich kenne den Fluchtweg. Und zwar ist es Raum B326. Ich bin ein unwürdiger Bittsteller, der unseren Herrn nur dienen kann, indem er ihn nährt. Bitte nimm mich, Wallrider, lass es den Apostel meines Hirten sehen und verbreite es mit seinen Lügen für eine größere Wahrheit. Deine Zeit in der Welt ist gekommen. Mein Fleisch sehnt sich nach deiner wunderschönen Erscheinung. Mein Blut ist erfüllt von dir und wartet nur darauf, freigelassen zu werden. Dies ist mein Gebet. Ritze dein Evangelium in mein Fleisch. Ich dachte anfangs, dass dieser Wallrider, also dieses Evangelium, von dem der Pater immer redet, der scheint ja anscheinend an diesen Wallrider zu glauben. Ich dachte erst, dass das genau andersherum wäre, dass er nicht so ein Pro Wallrider-Typ wäre. Aber klar, stimmt, er hat uns ja reingeschubst und hat gesagt, wir sollen noch mehr herausfinden über das Projekt, aber da
und zum Glauben finden. Hm. Naja. Kurz checken, ob hier offen ist. Okay. Ja, dann lass uns mal zu B328 gehen. Yes. Hallo, Kumpel. Ich gehe jetzt hier raus. Ich weiß nicht, warum du noch hier bist, aber ich gehe jetzt. Hat jemand von außen zerschlagen? Okay. Einmal um die Ecken lunzen. Okay. Okay. Ich würde sagen, wir müssen nach links. Erstmal kurz die Aussicht genießen. Wir sind irgendwie gefühlt mittendrin. Ich habe gar keine Ahnung, wo wir sind. Ich wünschte ja, ich würde einfach den Hof sehen, wo wir geparkt haben. Das wäre doch toll. Wenn unser Auto wenigstens schon mal in Sichtweite wäre. Hey, Kumpel! Was geht ab? Kann ich dir helfen? Das sieht sehr appetitlich aus, junger Mann. Viel Spaß. God hates sickness. Okay. Da geht's zur Kirche. Ich würde sagen, das ist wahrscheinlich unser Ziel. Ups. Okay. Da führt kein Weg entlang. Ups, sorry, sorry. God hates horny. Hat er ein Messer in der Hand? Na, eine Kerze, okay. Junger Mann, du solltest mal was essen. Siehst ein bisschen dünn aus. Da vorne ist die Küche. Soll ich dir was Nettes kochen? Hey! Junger Mann, den habe ich doch eben schon gesehen. Du bist nicht nett. What the fuck? Hat er sich das selber dran genagelt? Hey. Na, Kumpel. Ich denke mal, du lässt mich hier wahrscheinlich nicht vorbei, ne? Komm, lass uns tanzen. Nein? Okay. Noch einer von deiner Sorte. Uiuiuiui. Also ich muss sagen, einen Schnittwettbewerb würde der nicht gewinnen. Segelohren. Schräge Zähne. Und du? Das könnten Zwillinge sein, ohne Schmarrn, oder? Doofkopf 1 und Doofkopf 2. Ich weiß, das war sehr innovativ. Diese Namensfindung. Aber was soll's. Okay. Das Gefühl, wir bekommen den Schlüssel nicht einfach so. Okay, doch. Ich müsste ein bisschen Abstand nehmen. Oh. Krasser Typ. Hallo? Was geht ab? Ah.
Leute, ihr habt doch alle Hunger gehabt. Kommt her, frisches Fleisch. Das muss ich sagen, es riecht doch gut. Schöner verschmortem Haar. Und ihr? Hallo, Mr. Geschlechtslos. Was hast du denn gemacht? Du? Oh, den kennen wir schon. Der ist nett. Gegen den habe ich nichts. Der sollte ein bisschen mehr essen. Oh, was ist mit dem passiert? Hei. Könnte auch noch was essen vertragen? Vielleicht koche ich gleich mit Schätzchen. Okay. Wow, der sieht auch aus wie ein Zombie. Okay, kurz durchlesen, was wir uns geschrieben haben. Ich kann nicht fassen, dass Vater Martin sogar Jesus Christus selbst in der Grausamkeit des Scherbens übertroffen hat. Ich werde ihn bestimmt nicht vermissen. Ein Weg nach draußen. Wenn er die Wahrheit sagt, kenne ich jetzt den Weg. Und ich habe eine Geschichte. Er möchte, dass ich sein Evangelium verbreite. Ich werde es der ganzen Welt verkünden. Okay. Ich glaube, wir haben hier genug gesehen, oder? Let's go. Wenn wir rauskommen, ich glaube, irgendwie nicht dran. Hallo. Ach, das ist ja nett. Dankeschön. Lieben Dank. Dank. Doofkopf 1 und 2. Mensch. Stand das eben auch schon überall hier? Das scheint mir jetzt irgendwie zu einfach zu sein. Ich glaube nicht dran. Okay. Den ganzen Weg wieder zurück. Naja, das wäre ja auch zu schön gewesen, ne? Schätzchen. Oh. Wer nicht nach rechts guckt, ist selber schuld, ne? So ist das. Hä? Ah. Okay. Let's go. Ich robb mich durch den Schlauch. Kabum! Falscher Knopf mal wieder. Wo lang muss ich denn jetzt nochmal? Tja, wenn ich mir das einfach nur merken könnte, ne? War hier offen? Nö. Wir kamen durch die Küche. Die Küche muss irgendwo da vorne sein. Hey! Lass mich gehen! Yes! Nein. Das war aber doch die richtige Tür, oder nicht? Ah, jetzt weiß ich auch, wofür der zur Öffnung eben war. Wenn mir das aber nur schneller einfallen würde, während ich hier mich wie ein Depp immer wieder zerlegen lasse. Blöd, dass ich nur immer entgegenlaufen muss, dann sacke ich immer schon den ersten Schlag ein. Okay. Ja, komm schon schneller, Junge. Schneller! Okay. Kannst doch ruhig laufen, du Vogel. Ich glaube ja gar nicht dran. Ich glaube ja gar nicht dran. Kann das sein? Das ist wirklich der Wahrheit. Schön. Wie viele Etagen fahren wir denn jetzt noch runter?
Ja. Ernsthaft, es wäre wirklich zu schön gewesen, ne? Ach, der Aufzug. Shittidi. Ah, dieser Scheißfahrer, dass er auch nie mal irgendwas richtig machen kann. Ich glaube, der ist einfach ganz schön hohl. Eine hohle Nuss. Oh, das sieht aber mal geil aus. Wo sind wir denn hier gelandet? Was ist das denn? Oh, ich glaube, ich muss mal gerade einfach nur genießen, dass es hier so mega hell ist. Und fast schon, ne? Also kein Blut, keine Leichen, keine Gedärme, kein gar nichts. Hell, gut beleuchtet, weiße Wände, komische Zeichen an der Wand. Toll. Hier würde ich jetzt gerne einziehen. Hier würde ich einfach mal ein Bett hinstellen, hier vorne rechts. Und mehr brauche ich gar nicht. Ah, das kennen wir doch von der Kamera. Diese Stelle hier. Okay. Okay. Hallo. Bedienung. Ding, 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 ding. Naja. Na gut, das war es dann mit der schönen Unblutigkeit. Unblutigkeit. Okay. Yay. Aus den persönlichen Notizen von Dr. Wernicke. Frankenstein. Oder der moderne Prometheus. Von Molly Shirley Shelley. 1818 anonym veröffentlicht. Kapitel 23 Auszug. Oh Mensch, so rief ich. Oh Mensch, so rief ich. Wie viele Bände verharrst du doch in deinem Weisheitsdünkel? Genug, ihr wisst ja nicht, wovon ihr redet. Zorn entbrannt und aufgewühlt stürze ich von dann und kehre nach Hause zurück, um über geeignetere Schritte nachzusinnen. Okay. Keine Ahnung, was uns das jetzt sagen sollte. Naja. Hey, das ist eine ein schönes Gemälde. Schön. Schön. Den Deppert an der Wand. Und? Runtergerutscht? Naja, ist auf jeden Fall nicht mehr an einem Stück. Ah, die Batterie. Danke. Oh. Folgen wir mal den Schritten, die ein bisschen x-beinig gehen, ne? Ist der x-Bein? Okay. So, ist schon offen. Ach, das war's aber hier mit dem Licht, ne? Ihr wollt mich doch alle hier verkackern. Verkackern, verkackern. Hey. Bist du hier eben lang gegangen und hast mit deinen X-Beinen uns den Weg markiert? Schön, eine Hand. Oh. Der ist doch sehr schön. Gegen die Wand geprallt, nehme ich an. Ich höre doch Schritte. Oder? Okay, keine Tür und nix. Okay. Also, Leute. Ganz schön karg, die Einrichtung. Nur schön blutig. Was ist das denn? Oder bin ich das? Einen Schritte macht mir ja Angst. Sieht man da was? Was ist das denn? Okay, okay. Dut, dut, dut. Yay, ein bisschen Gedärme. Langsam hätte ich auch mal wieder Hunger, ne? Also, schon seit Tagen hier. Und nichts zu beißen. Oh, das ist der Tür gespritzt. Hm. Oh, schön gelagert. Schön.
Ist ja noch richtig taufrisch. Der Kopf unten nicht, nur der obere. Okay. Patient 1287B. Schön zerfleddelt. Zerfleddeldeddelt. Ups, Katze? Weg da. Projekt Wallrider. Obduktionsbericht. Formelhinweis, alle Inhalte müssen umgeschrieben und überarbeitet werden, um den rechtsverbindlichen Anforderungen der Akten der Murkoff Corporation zu entsprechen. Siehe Formular 4083. Autor Jennifer Rowland. Schon wieder eine Frau. Anmerkungen. Meine 14. Autopsie eines Wallrider-Patienten. Es gibt keinerlei Anzeichen, dass diese Therapie bei ihm besser angeschlagen hat als bei den anderen. Die Zellmigration und Morphogenese hat leicht zugenommen, mit ähnlichen Effekten wie bei menschlichen Wachstumshormonen, aber nichts, was auf die stabile Schaffung eines empfindungsfähigen, unabhängigen Schwarms hindeutet. So müde. Zweifle an mein Urteilsvermögen. Werde einen weiteren Urlaubsantrag stellen. Die psychologische Belastung mit so weit fortgeschrittenen und gereizten Patienten zu arbeiten, ist größer, als ich bewältigen kann. Werde vorschlagen, weniger Hoffnung in die weit hergeholten Theorien eines senilen Alten zu stecken und stattdessen einen einfachen mechanischen Antrieb zu verwenden, der hauptsächlich auf Spermaprotein basiert. Wird auf jeden Fall eine stärkere chemische Fixierung ansprechen. Die Murkoff-Sicherheitsleute haben Patient 921 getötet, nachdem ihm die Beruhigungsmittel, die für einen ganzes Hockey-Team ausreichend gewesen wären, nichts anhaben konnten. Ich fürchte, die Hormone Therapie und unsere chemischen Fixierungen haben eine gegenseitig kontraproduktive Wirkung. Hei. Hübsch ist es hier. Richtig hübsch. Okay. Exit. Ob diese Tür wirklich der Exit ist, würde ich sagen, gucken wir uns beim nächsten Mal an. Bleibt dran! Danke fürs Zuschauen!